Hallo zusammen, ich habe hier eine Tiefkühltruhe und zwar sehen wir die jetzt von hinten. Ich kann die Tiefkühltruhe, steht die eigentlich so da. Das heißt, wenn wir das von oben her anschauen, sieht die Tiefkühltruhe so aus, ich habe das Gitter demontiert. Das Gitter ist hier drauf und hier drin sitzt der Kompressor. Wir haben ja am Kompressor drei Anschlüsse, einen druckseitig, einer saugseitig und einer zum Befüllen. Zum Befüllen ist der hier zugepresst. Jetzt kann ich den aufschneiden, diesen Schlauch hier drüber stellen und dann mit dem Feuerzeug hier anzünden. Das machen wir miteinander ganz gemütlich. Wie gesagt, ich schneide hier auf. Der größte Teil vom Kältemittel ist schon draußen. Und das kommt jetzt hier aus diesem Kühlschrank. Also hier ist, wir sehen aus Signat, brennbares Kältemittel. Die Hälfte ist schon so raus und das ist das, was ein Kältemittel in so einer Tiefkühltruhe drin sind. Also so ein Feuerzeug hat etwa gleich viel. Über Sicherheitsdatenblätter reden wir nicht. Hier dieser Kühlschrank brennt, das Kältemittel brennt. Das war's hier wieder aus der Werkstatt und ich wünsche euch einen schönen Tag.